Und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 22, Große Anfrage der SPD betreffend Arbeitslehre als Studien- und Unterrichtsfach, Drucksache 19/5035, zu 19/4499, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Als Erste spricht Kollegin Sommer, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, hier im Haus sind wir uns einig, Berufsorientierung in der Schule ist wichtig. Wir wissen aber auch um die Lücke am Ausbildungsmarkt, die in den letzten Jahren aufklafft. Diese Lücke, meine Damen und Herren, muss unbedingt kompensiert werden. So ist es erforderlich, sowohl das Unterrichtsfach Arbeitslehre, aber auch die universitäre Lehrkräfteausbildung in diesem Bereich zu stärken. Und wir wissen, nicht immer ist der Übergang von Schule ins Berufsleben reibungslos. Daher ist es wichtig, früh die Weichen zu stellen und Berufsorientierung zu ermöglichen. Das Fach Arbeitslehre ist hier ein wichtiger Baustein, um Berufsorientierung als Fach an Universitäten zu lehren und schließlich im schulischen Alltag zu verankern. An hessischen Haupt-, Real- und integrierten Gesamtschulen ist es Pflichtfach. Das Studienfach Arbeitslehre ist interdisziplinär und dynamisch. Es geht auf die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Änderungen ein und beinhaltet Fachpraxis bzw. außerschulische Praxisfelder. Kritiker bemängeln, dass das Fach seit Jahren in seiner konzipierten Form nicht mehr unterrichtet wird, meine Damen und Herren. Zum Stichtag in 2014 wurden im Fach Arbeitslehre 11.772 der insgesamt 16.503 Unterrichtsstunden fachfremd unterrichtet. Das sind ca. 2/3, meine Damen und Herren. Und das zeigt, Arbeitslehre wird vor allen Dingen im Rahmen des Klassenlehrerprinzips unterrichtet. Das heißt eben oftmals fachfremd. Statistisch sagt die Landesregierung, dass genügend Lehrer für Arbeitslehre und für die Abdeckung des Unterrichts zur Verfügung stehen. Das ist aber nicht so. Wir haben einen Bedarf an Arbeitslehrern, der ist nicht abgedeckt. Oder wie können Sie sich die hohe Zahl der fachfremden Unterrichtsstunden erklären, meine Damen und Herren? Und ganz ehrlich, das können Sie nicht wegdiskutieren. Und auch bei der entsprechenden Ausstattung übernimmt die Landesregierung keine Verantwortung, sondern verweist auf § 158 des Hessischen Schulgesetzes und die Zuständigkeit des Schulträgers. Meine Damen und Herren, das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Denn die Landesregierung befürwortet immer die Arbeitslehre, sagt, dass das eine große Bedeutung hat. Aber es fehlen originäre Lehrkräfte, originäre Fachstunden sowie die sächlichen Ressourcen. Schaut man genau hin, beschleicht einen das Gefühl, dass die Landesregierung Arbeitslehre scheinbar doch nicht so wichtig findet, wie sie immer postuliert. Hier sind mal wieder viele Sonntagsreden, aber eigentlich bräuchten wir ein engagiertes Handeln, meine Damen und Herren. Und ich möchte noch einmal auf die Fehlentwicklung und ihre Gründe zu sprechen kommen. Zum einen die fachfremden Lehrkräfte. Ca. 70% der Unterrichte werden in Hessen von Lehrern erteilt, die in dem Fach nicht inhaltlich und vor allen Dingen nicht didaktisch ausgebildet worden sind und dementsprechend Schwierigkeiten haben, Arbeitslehre umzusetzen. Und das zeigt, hört, hört, Ihre Drucksache 19/11 und 19/3194 aus 19. Vielleicht möchten Sie das ja selber noch einmal nachlesen. Und dann die Lehrerkompetenz. Der Unterricht, der stellt hohe Ansprüche an breites, profundes, lebensweltlich und fachinhaltliches Wissen der Lehrer und an deren Didaktik. Das heißt, man muss Arbeitslehre grundständig studiert haben und verkörpern. Und die unstimmigen Lehrpläne, meine Damen und Herren. Bildungspolitisch werden inhaltliche Abspaltungen zugelassen. Es wird an einer Schulformbezogenheit festgehalten.
die aber für uns unverständlich ist, weil Jugendliche unabhängig von ihrem Bildungsgang auf vergleichbare Lebenssituationen treffen. Und die müssen sie dann gestalten, um in das Berufs- oder in das Studienleben einsteigen zu können, meine Damen und Herren. Die Konsequenz, die sich daraus für uns ergibt, ist, wir brauchen mehr Studierende für das Fach Arbeitslehre, mehr personelle Ressourcen, auch finanzielle Ressourcen, und wir brauchen eine Attraktivsteigerung. In der Großen Anfrage wird mitgeteilt, dass in Kassel 104 Studienplätze vorhanden sind, in Gießen an der JLU 35 in L2 und 135 in L5. Und diese Beschränkungen ergeben sich aus der Lehrkapazität. Die Plätze waren bisher immer gut ausgelastet. Die Gesellschaft zur Förderung der Didaktik Polytechnik Arbeitslehre e.V. Die fordern die Studienzeitverlängerung, also eine Angleichung auf Bachelor und Master. Und die sehen einen Mangel an Lehrstühlen, an Ausbildungskapazitäten und akademischem Nachwuchs. Hier werden dreifache bis vierfache Studienplätze benötigt, meine Damen und Herren, damit Arbeitslehre von grundständig ausgebildeten Lehrkräften unterrichtet werden kann. Die Landesregierung postuliert aber, Arbeitslehre, das ist kein Mangelfach, Arbeitslehre ist attraktiv. Also, da ergeben sich für mich die Fragen, warum sehen die Akteure in der Arbeitslehre das anders? Und, liebe Landesregierung, warum überträgt sich die Attraktivität vom Studium, von der Sie ja sprechen, nicht in den Schulalltag? Das möchte ich mal gerne wissen. Deswegen noch einmal unsere Forderung, mehr und konsequent originärer Arbeitslehreunterricht. Das befürwortet beispielsweise auch der VCI. Und wir möchten gerne die Arbeitslehre an allen Schularten, so auch an Gymnasien. Dies sieht die Landesregierung aber anders. Sie sieht keine Notwendigkeit zur Einführung des Faches an gymnasialen Bildungsgängen. Aber ich muss Ihnen sagen, Schülerinnen und Schüler, die die gymnasiale Oberschule besuchen, benötigen auch ihre Orientierung für die weitere berufliche Laufbahn, ob in Ausbildung oder Studium. Kollegin Sommer, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schwarz? Also, ich habe nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich gerne mit meiner Rede fortfahren. Aber wenn ich noch Zeit habe, dürfen Sie dann gerne, Herr Schwarz. Berufsorientierung ist wichtig, um Informationen und Bewusstsein über Karrierewege zu vermitteln. Berufsorientierung kann auch Abbrüche von Ausbildung oder Studium verhindern, weil sie einfach einen realistischen Blick auf die Arbeitswelt fördern. Und, meine Damen und Herren, die Tatsache, dass immer noch ein Viertel, wirklich ein Viertel unserer jungen Menschen in Hessen keine abgeschlossene Berufsbildung besitzen oder einen Großteil auch Ausbildung und Studium abbrechen, zeigt, dass einfach Berufsorientierung ganz wichtig ist. Und dazu werden wir ja gleich auch in der Debatte, die folgt, noch etwas hören. Und auch wenn zig Maßnahmen, ob OLOF, BOP bis hin zu QAP und PUSH vorhanden sind, haben wir doch eigentlich das Problem, dass die nicht aufeinander anschließen, dass sie ganz oft nicht aufeinander aufbauen, nicht vernetzt sind und dass trotz vieler Anstrengungen noch zu viele junge Menschen ohne abgeschlossene Berufsbildung sind. Angesichts dieser Entwicklung kann die Arbeitslehre mit den Referenzpunkten Arbeit, Bildung, Beruf, Wirtschaft, Technik und Lebenswelt wirksame Beiträge dazu leisten, Schülerinnen und Schülern auf die Einmündung in eine anerkannte Ausbildung vorbereiten, den Anteil der Jugendlichen am Übergangssystem verringern und nachhaltige Biografien fördern. Deswegen, meine Damen und Herren, ist eben Arbeitslehre in ihrer konzipierten Form so wichtig. Eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Studienfachs im Zuge der universitären Lehramtsausbildung ist sinnvoll. Es gibt Potenzial für inhaltliche und interdisziplinäre Neuorientierung des Faches mit neuen Kompetenzprofilen, die auch vor allen Dingen veränderte Kompetenzbedarfe von Schule und Gesellschaft berücksichtigen soll. Und in diesem Zusammenhang, Herr Minister, bleiben Sie uns auch eine Antwort auf die Frage nach der aktuellen Reform des finnischen Schulwesens schuldig. Die hessischen
Gesetzestexte sind uns bekannt, ihre Beurteilung aber nicht, sei denn, die rechtlichen Grundlagen, die Sie seitenlang aufgeführt haben, sollen deutlich machen, dass es mit Ihnen keine Bewegung in eine Richtung eines innovativen Unterrichts mit dem Ziel, Schülerinnen und Schüler besser auf das Arbeitsleben vorzubereiten, gibt. Es gibt noch viel zu tun für das Arbeitslehrestudium, aber auch für die Arbeitslehre in Schulen. Das heißt aber nicht, dass wir das Studium, die Schulen und die Tätigen in der Arbeitslehre in die Kritik nehmen. Ganz im Gegenteil. Das möchte ich auch noch einmal ganz deutlich machen, da in Kassel die Kollegen der Arbeitslehre, mit denen hatte ich immer direkten Kontakt. Die Arbeitslehre wird Kollegin Sommer, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Engagiert umgesetzt, so wie auch bei den Schulen. Aber um die Arbeitslehre im Studium zu stärken und in der Schule in ihrer konzipierten Form durchzuführen, braucht es eben eine angemessene und standardisierte personelle und sächliche Unterstützung. Das wünschen wir uns. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes hat das Wort Kollege Faymann, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Der Beitrag von Frau Dr. Sommer zeigt wieder einmal den untauglichen Versuch, in einem ganz kleinen Karo darzustellen, was objektiv so der Realität nicht entspricht. Das Ziel der hessischen Bildungspolitik unter Schwarz-Grün ist es, den jungen Menschen eine bestmögliche Voraussetzung zu schaffen für eine erfolgreiche Zukunft. Ich darf an dieser Stelle die Vereinbarung des Bündnisses Ausbildung Hessen für die Jahre 2015 bis 2019 zitieren. Vor dem Hintergrund der demografischen Veränderungen und aufgrund der gesellschaftspolitischen Verantwortung, niemanden zurückzulassen, ist es ein erklärtes Ziel aller an dem Bündnis Ausbildung Hessen beteiligten Partner, dass alle jungen Menschen entsprechend ihren Neigungen, Fähigkeiten und Talenten ihren Weg in den Beruf finden sollen. Dazu sind alle vorhandenen Potenziale auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu heben und zu nutzen und gleichzeitig die Entwicklungschancen für leistungsstärkere junge Menschen mit dualer Ausbildung zu verbessern. Dabei müssen wir sicherstellen, dass kein Kind, ob hochbegabt oder etwas schwächer in den theoretischen Leistungen, durch die Maschen fällt, mangels eines entsprechenden Angebots. Dazu gehört vor allem ein Schulsystem weit weg von Gleichmacherei und Einheitslehre. Ganz im Gegenteil sind wir stolz auf unser gegliedertes Schulsystem, welches jedem Kind entsprechend seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten ein Angebot unterbreitet, stabile Grundlagen für das spätere Berufsleben aufzubauen. Vor allem wird es unsere Aufgabe sein, deutlich zu machen, entgegen dem Akademisierungswahn vieler Eltern, dass es neben dem Abitur und dem nachfolgenden Hochschulstudium noch andere, vielversprechende Ausbildungsgänge gibt. Die Hessische Landesregierung und diese tragenden Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 GRÜNE stellen durch Lehrerstellenzuweisungen in einer noch nie dagewesenen Anzahl und einem noch nie so hoch zu beziffernden finanziellen Aufwand sowie vielfältigen Fortbildungsangeboten sicher, dass alle im System abgebildeten Schulformen auch ihren Auftrag erfüllen können. Wenn wir den Eltern aufzeigen wollen, welche beruflichen Möglichkeiten mit Zukunft es im Ausbildungsangebot unserer Schulen gibt, dann gehört selbstverständlich jede Form der beruflichen Orientierung und Berufsvorbereitung zu diesem Angebot. Die berufliche Orientierung wird in den Regionen unterschiedlich ausgeprägt. Sie haben es sicherlich schon gehört. Ich verweise zum Beispiel auf das Limburger Modell. Dies vermeidet Fehlentscheidungen bei der Wahl einer Ausbildung. Über das Fach Arbeitslehre als Teil der beruflichen Orientierung sollen die jungen Menschen die Rahmenbedingungen von Arbeit kennenlernen, sollen sie lernen, Arbeit überhaupt erst einmal organisatorisch vorzubereiten. Auch die einzelnen Abläufe von Prozessen sowie der Einsatz unterstützender Systeme werden über das Fach Arbeitslehre den jungen Menschen nähergebracht. Begleitend dazu können die theoretischen Erkenntnisse mit praktischen Erfahrungen im Rahmen von Schülerpraktika vertieft werden. Und im gesamten Verlauf der beruflichen Orientierung sind obligatorische Praktika im Bereich von der Haupt- und Realschule bis hin zum Gymnasium und eine enge Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit vorgesehen. Zurück zum Fach Arbeitslehre.
Es umfasst nach dem Leitfaden für Arbeitslehre in der Sekundarstufe I vor allem die berufsbilderübergreifenden Maßnahmen der Planung von Arbeit, ihre Durchführung und anschließende Auswertung. Ebenso erfasst ist das begründete Treffen von Kaufentscheidungen und das Beurteilen von Produkten und Dienstleistungsangeboten, also die gesamte Palette an Aufgaben, die auf die Berufsanfänger in fast jedem Beruf zukommt. Besonders hervorzuheben ist dabei das spezielle Eingehen auf unterschiedliche Begabungen. So werden die beiden Schulformen der Hauptschule und der Realschule durch jeweils eigene Kerncurricula für das Fach Arbeitslehre unterstützt. Auch hier gilt wie bei allen Überlegungen im Rahmen der Planung von Bildung, dass ein passgenaues Bildungsangebot jeder einzelnen Schülerin und jedem einzelnen Schüler unterbreitet werden kann, neben einer soliden Finanzierung, wofür die Hessische Landesregierung übrigens Mittel in nie dagewesener Höhe bereitstellt. Als Folge einer kontinuierlichen Steigerung der Bildungsinvestitionen seit der Übernahme der Regierungsverantwortung durch die CDU vor 18 Jahren wird im kommenden Haushalt die 5-Milliarden-Grenze überschritten, also so viel wie noch nie in der Geschichte des Landes in den Bereich der Bildung investiert. Daran können Sie erkennen, welch herausragenden Stellenwert die Bildung in der Politik dieser Landesregierung und der diese tragenden Fraktionen genießt. Dies kommt auch unserem Bemühen entgegen, den Fähigkeiten und Fertigkeiten der jeweiligen Schülerklientel entsprechende Hilfen zuteilwerden zu lassen in der Berufsorientierung und hilft dafür zu sorgen, dass kein Kind alleine gelassen wird. Auch aus diesem Grund stehen wir für unser gegliedertes Schulsystem, welches kein Kind zurücklässt. Neben dieser schulformgeprägten Ausrichtung des Faches Arbeitslehre gibt es natürlich auch die entsprechende Zuordnung der Lerninhalte zu den Fächern der Gesellschaftslehre bzw. Politik und Wirtschaft im Pflichtbereich einer integrierten Gesamtschule. Darüber hinaus gewährleisten wir über unser berufsschulisches System in Verbindung mit Push B, dass auch diejenigen Kinder, die aus welchen Gründen auch immer den Hauptschulabschluss nicht geschafft haben, doch noch eine Chance erhalten, eine Berufsausbildung in Angriff zu nehmen. Das so erfolgreiche duale Ausbildungssystem sorgt dann im Zusammenwirken zwischen Berufsschule und Unternehmen für eine ausgezeichnete Befähigung der jungen Menschen für das spätere Berufsleben. Wichtig ist, dass die Kombination aus Arbeitslehre und Maßnahmen zur Berufsorientierung wie OLOF, Push A und Push B und vieles mehr den jungen Menschen ein hohes Maß an Entscheidungssicherheit bei der Wahl des künftigen Ausbildungsganges bietet. Ziel des gesamten Angebots muss es sein, die Zahl der Ausbildungsabbrüche wegen falscher Erwartungshaltungen so weit als möglich zu minimieren. Wie Sie der Beantwortung der Großen Anfrage unschwer entnehmen können, gelingt diese engmaschige Vernetzung aller Maßnahmen und Initiativen zur Unterstützung der Berufswahl in Hessen auf eine hervorragende Art und Weise. Wir verzeichnen den niedrigsten Stand an Ausbildungsabbrechern, den es bisher gab. Es gelingt aber auch nur deshalb, weil die politisch in diesem Land für Bildung Verantwortlichen sich ständig darum bemühen, sich verändernde gesellschaftliche Rahmenbedingungen, aber auch sich ändernde Rahmenbedingungen in der Berufswelt im Hinblick auf die Erwartungen und Wünsche der jungen Menschen zu berücksichtigen und entsprechende Angebote zu unterbreiten. Es steht für uns außer Frage, dass das Fach Arbeitslehre einen wichtigen Bestandteil in diesem System bildet. Dieses Fach im Rahmen des Pflichtunterrichts ist als Bestandteil der Berufsorientierung verbunden mit Betriebspraktika und besonderen Unterrichtsprojekten zu fördern. Arbeitslehre kann jedoch nur so gut hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die Kenntnisse der jungen Menschen sein, wie es gelingt, diejenigen, die das Fach unterrichten, auch mit einer höchstmöglichen Qualifikation auszustatten. Es ist daher nur folgerichtig, dass das Fach Arbeitslehre nur von gut ausgebildeten Lehrkräften unterrichtet wird, die eine entsprechende Qualifikation im Studienfach Arbeitslehre erzielt haben. Daher ist die Ausbildung der Studierenden neben der Praxisorientierung vor allem auch auf die Anwendung wissenschaftlicher Kenntnisse und Methoden orientiert. Durch ein umfangreiches Fortbildungsangebot der Hessischen Lehrkräfteakademie erfolgt eine ergänzende Unterstützung. Als Fazit möchte ich noch einmal hervorheben, dass wir dem Fach Arbeitslehre in Verbindung mit den Maßnahmen zur Berufsorientierung eine wesentliche Bedeutung zumessen, um unsere Kinder optimal auf die Berufswelt vorzubereiten. Die Vorbereitung der Lehrkräfte auf das Fach Arbeitslehre muss weiterhin in der vorhandenen qualitativ hochstehenden Form erfolgen. Wir sehen ja auch an den Absolventenzahlen, dass das Fach
durchaus attraktiv ist. Ergänzend zu den Maßnahmen, die ich schon im Laufe meiner Ausführungen gemacht habe, sind durch intensive und gute Zusammenarbeit des Wirtschaftsministeriums, des Kultusministeriums und der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in den letzten Jahren viele Bausteine der Berufsorientierung auf den Weg gebracht und zu einem tragfähigen Fundament zusammengefügt worden. Meine Damen und Herren, Sie mögen aus meinen Ausführungen erkennen, wie wichtig für die Hessische Landesregierung das Thema berufliche Orientierung für die jungen Menschen ist. Und im Reigen der Maßnahmen ist das Fach Arbeitslehre ein wesentlicher Bestandteil, der zum einen flächendeckend zum Einsatz kommen muss, zum anderen aber auch auf einem hohen Niveau unterrichtet werden muss. Wir müssen daher unser Augenmerk sowohl auf das Fach an sich richten, als auch auf die qualitativ hochwertige Vorbereitung der künftigen Lehrkräfte. Eine abschließende Frage stelle ich einfach einmal so in den Raum. Denn wie immer haben wir natürlich Forderungen gehört von Frau Dr. Sommer, aber keine Lösungsvorschläge. Wenn Sie Ausweitungen fordern, dann sagen Sie uns doch bitte auch, welches Fach entsprechend gekürzt oder ganz wegfallen soll. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollegin Faulhaber, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Also, Herr Faulhaber, Ihre Ziele in allen Ehren, aber Sie können doch nicht wirklich behaupten, fachfremder Unterricht und die Probleme beim Übergang in den Beruf gäbe es in Hessen nicht. Ihre Freunde vom Handwerk und der Wirtschaft die beklagen sich doch immer, dass die Schulabgänger nicht ausbildungsfähig sind. Und da wäre es doch ziemlich wichtig, dass Arbeitslehre nicht fachfremd unterrichtet wird. Und das sind ja auch nicht nur, die Klagen laufen sich ja nicht nur auf die Haupt- und Realschüler, sondern auch auf die, die vom Gymnasium abgehen. Und dazu sage ich ja auch noch gleich was. Ich bin aber wirklich sehr gespannt, was für eine parlamentarische Initiative die Kolleginnen und Kollegen von der SPD aus dieser großen Anfrage heraus starten werden. Bisher hat nämlich das Fach Arbeitslehre hier ja keine große Rolle in den bildungspolitischen Debatten gespielt. Und das ändert sich ja jetzt vielleicht, hoffe ich zumindest. Ich fände das auch ziemlich wichtig, dass dieses Fach in allen Schulen und Stundenplänen gut verankert wird, und zwar in allen Schulformen. Dass an Gymnasien das Fach Arbeitslehre überhaupt nicht vorgesehen ist, finde ich nämlich gelinde gesagt unmöglich. Und ich weiß hier, ja, könnt ihr ruhig mal verstärken. Ich weiß, Sie behaupten jetzt die Fächer Physik. Kollegin Faulhaber, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, ich mache jetzt erstmal meine Rede und dann können Sie intervenieren. Ich weiß, Sie behaupten jetzt die Fächer Physik oder Politik und Wirtschaft beinhalten Arbeitslehre. Das ist aber keineswegs ein adäquater Ersatz, meine Damen und Herren. Fakt ist, als Unterrichtsfach an sich ist die Arbeitslehre am Gymnasium im Jahr 2000 abgeschafft worden. Und hier möchte ich einmal einführen, dass diese Abschaffung ziemlich deutlich macht, dass Ihre Behauptung, er hat es ja auch jetzt gerade wieder angedeutet, vom durchlässigen hessischen Schulsystem überhaupt nicht zutrifft. Wäre es nämlich durchlässig, nehme das Fach Arbeitslehre in allen Schulformen den gleichen Stellenwert ein. Denn nach Ihrem Verständnis bereitet das Fach Arbeitslehre doch auf die Berufswahlentscheidung vor. Und tatsächlich ist es so, dass die Haupt- und Realschülerinnen gezielter auf die Einführung in die Arbeitswelt vorbereitet werden, während die Gymnasiasten für die Studienqualifikation vorbereitet werden, also auf den akademischen Werdegang. Und das ist ja in der Realität heute gar nicht mehr genau so, weil viele Berufsfelder, die im Moment im Handwerk und auch in der Industrie angeboten werden, das Abitur zwingend voraussetzen. Und das widerlegt auch eine andere Behauptung, nämlich, dass Studium und Ausbildung als gleichwertig anzusehen wären. Von Gleichwertigkeit kann bei so einer Abgrenzung eigentlich überhaupt keine Rede sein.
Und nicht viel weniger problematisch ist die Tatsache, dass Arbeitslehre in den Schulformen, in denen sie als reguläres Unterrichtsfach vorgesehen ist, zu großen Teilen fachfremd unterrichtet wird. Das geht aus der Großen Anfrage ja ziemlich eindeutig hervor. Das begründet das Hessische Kultusministerium damit, dass Arbeitslehre ja in Absprache mit den Fachbereichsleitern meist von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrerinnen unterrichtet wird, weil die am meisten mit der Klasse zu tun haben. Aber was ist denn das für eine Argumentation? Das zeigt nämlich eigentlich nur, dass Arbeitslehre überhaupt als Unterrichtsfach nicht ernst genommen wird. Wir reden hier über ein Unterrichtsfach, das als Studienfach an zwei hessischen Hochschulen angeboten wird, fachlich qualifiziert, didaktisch qualifiziert. Und wenn das alle Klassenlehrer so konnten aus der Lameng, dann bräuchten wir kein Studium. Und da sollten Sie sich einmal entscheiden. Entweder ist es ein fundiertes Unterrichtsfach, oder es ist keins. Und hier in Hessen trifft anscheinend Letzteres eher zu. Anders ist nicht erklärbar, dass fachfremder Unterricht nicht selbstverständlich akzeptiert wird. Meine Damen und Herren, für junge Menschen sind die Berufswahl und die ersten Schritte in dem Beruf schwierige Phasen. Und da können Sie jede Hilfe gebrauchen, die Ihnen zuteil wird. Und da wäre Berufsorientierung für alle wichtig, damit sie einen für sie passenden Beruf finden. Und gerade wenn immer mehr gerade wenn sich die Berufsbilder auch in qualifizierteren Handwerks- und Industrieberufen ändern. Man kann doch nicht einfach jemanden aus der Schule entlassen und sagen, jetzt sieh mal zu, dass was Anständiges aus dir wird. Und man kann auch nicht sagen, wenn du nicht Elektriker werden willst, dann wirst du als Staatsanwalt oder umgekehrt. Wenn du Staatsanwalt werden willst und es geht halt nicht irgendwie so gut, dann wirst du halt Elektriker. Das geht doch einfach nicht. Da gehört eine gute Beratung dazu. Da gehört dazu, dass man eine Vorstellung über die Berufe entwickelt. Und das gilt auch für Gymnasiasten. Und noch schwieriger haben es ja auch Jugendliche, die aus dem einen oder anderen Grund schon während ihrer Schulzeit Förderung gebraucht haben. Viele dieser Schüler gehen ohne Schulabschluss aus der Schule. Und viele schaffen auch keine Ausbildung. Aber diesen Jugendlichen muss man trotzdem eine Perspektive anbieten. Und da wäre ein gutes, qualifiziertes Fach Arbeitslehre eine gute Voraussetzung, damit sie an der Berufsschule auch bestehen können. Und deshalb muss das Fach Arbeitslehre in allen Schulformen verankert werden. Und man muss das Unterrichtsfach Arbeitslehre auch ernst nehmen. Es muss von Fachkräften unterrichtet werden. Es muss auf den Beruf hinarbeiten. Und es darf nicht von fachfremden Menschen und mit wenig Qualifikation unterrichtet werden. Und jetzt möchte ich zum Ende meiner Rede noch einmal etwas bemerken. Also, dass Sie bei dem Fach Arbeitslehre überhaupt nicht aufpassen und zuhören, auch anderen Rednern nicht, das zeigt eigentlich, welchen Stellenwert das hier hat. Vielen Dank. Für eine kurze Intervention hat das Wort Kollege Schwarz. Frau Kollegin Fauler, aber ich habe sehr genau zugehört und ich habe festgestellt, dass Sie in der Tat die Gleichwertigkeit von dualer Ausbildung, akademischer Bildung, die Gleichwertigkeit von einer mittleren Reife und einem Abitur nicht sehen. Das haben Sie eindrucksvoll beschrieben. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Arbeitslehre ist ein wichtiges Fach. Das ist gar keine Frage. Ich würde nur gerne von Ihnen wissen, weil Sie die Frage nicht zugelassen haben, wenn Sie die Arbeitslehre bei den Gymnasien jetzt zusätzlich verankern, wollen Sie zusätzliche Stunden reingeben, sodass die Stundentafel größer wird? Wenn ja, sagen Sie das. Wenn nein, sagen Sie bitte, an welcher Stelle gestrichen werden soll. Ich kenne die Debatten darüber, eine Stunde mehr POVI, eine Stunde mehr über Steuererklärung, eine Stunde mehr über Lebensgründe. Diese Debatten haben wir alle schon geführt. Das ist die eine Frage. Der zweite Punkt ist, und ich glaube, das ist schon von großer Bedeutung, dass wir hier einmal darüber reden, wenn wir hier so tun, als würden die Schulen nicht mit den Unternehmen einen Austausch pflegen, dann ist das wieder ein Zerrbild. Es gibt die obligatorischen Schulpraktika an den Gymnasien. Meine Tochter hatte vor einem halben Jahr erst in der gymnasialen Oberstufe ein Praktikum. Da hat sie sehr
davon profitiert. Dort hat sie einen Einblick gewonnen. Das ist uns wichtig, dass an den Gymnasien der Austausch mit den Unternehmen da ist, weil es halt nicht nur den direkten Weg an die Universität gibt, sondern auch nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht werden kann. Und dort wird über die Studienberatung und über die Berufsberatung sehr wohl sehr ordentliche Arbeit geleistet. Denn es gibt unterschiedliche Wege in einem durchlässigen hessischen Schulsystem. Und da sind wir sehr froh darüber. Kollegin Faulhaber zur Erwiderung. Also, Herr Schwarz, ich will Ihnen erst einmal antworten. Ich habe mein Berufsleben in berufsorientiertem Unterricht und in Zusammenarbeit mit Berufsschulen verbracht. Das war einer meiner Schwerpunkte. Und ich kann Ihnen sagen, das funktioniert sehr wohl, auch wenn es mit Ihrer starren Vorgabe von der Stundentafel natürlich nicht funktioniert. Man muss Arbeitslehre implementieren in die Stundentafel, das ist ganz klar. Und da muss man auch Überlegungen anstellen, wie man das anordnet. Aber erst einmal ist klar, ich bin nicht für eine starre Stundentafel, sondern ich bin für fächerübergreifenden Unterricht. Und den kann man natürlich am besten im Ganztag und in der Gesamtschule machen. Und da kann man das verbinden mit Sprache, Mathe, POVI und was Ihnen sonst noch einfällt. Und das ist natürlich in so einem Gymnasium, von dem Sie wahrscheinlich mehr Ahnung haben als ich, ist es natürlich mit so einer starren Stundentafel, wir handeln jetzt in 45 Minuten irgendein Thema ab, nicht zu machen. Theoretisch ist auch Arbeitslehre nicht zu machen. Das ist eine sehr praxisbezogene und mit Theorie verbundene Interaktion. Vielen Dank.